einen wunderschönen guten Tag. Heute ist Montag, 18 Uhr oder je nachdem, wann ihr diese wunderschöne Show mit meinem überaus wunderschönen Gesicht hört. Ja, zieht's euch rein, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da, klingelt die Glocke, macht auf alle bei der Glocke, damit ihr auch jedes Zeug hier, was ich eher ins Internet spritze, nicht verpasst. Wir haben heute viele Themen. Es wird gepoppt, es wird gedollt. Natürlich gehen wir auch gleich direkt wieder erstmal in die TikToks rein. Es geht um Bimbo-Dolls, was jetzt keine Beleidigung ist, was komplett anderes ist und was ziemlich, ich finde, es nicht sexy ist. Aber kommen wir gleich dazu. Dann ein bisschen Garnikus, dann ein bisschen William, dann ein bisschen Heiko. Alles wirklich heute. Ich werde es so gut verhuren, wie ich nur kann, da diese Fitnessindustrie für mich einfach nur noch ein Schandfleck seiner selbst ist. Aber wir gehen erstmal in die TikToks rein. Die TikToks beschreiben, das letzte TikTok. Na, nee, komm, wir gehen einfach rein. Ich sag gar nichts. So, ich möchte jetzt was wissen. Ich möchte jetzt was wissen von euch. Ich lasse es mal ablaufen. Einfach jeder Mann auf der Welt macht das so. Einfach. Also hier geht es natürlich um Toast zu dem Brot. Und ganz einfach für die Spotify. Danke für eure Spotify-Anteilnahmeschaft und iTunes und was es da alles für Zeug gibt, was im Meer rumschwimmt. Es ist Toastbrot und wie macht man sein Toastbrot zu? Die Männer drehen dann einfach die Tüte und, ja, und werfen den Clip weg. Ich muss sagen, ich mache das nicht so. Ich habe einen extra Clipper. Bin ich jetzt was anderes? Bin ich jetzt etwas Besonderes deswegen? Ich glaube ja. Ich glaube, dass ich sehr was... Ich bin was Besonderes. Bist du auch was Besonderes? Wie macht ihr das? Oder reißt ihr einfach diese komplette Brottüte auf und werft sie in den Mixer und esst dann euer veganes Eiweiß? Ich weiß es nicht. Wir gehen weiter. So. Jetzt kommen wir zum Thema Affenpocken. Moment. Oh, der Kaffee, der schmeckt heute aber auch toll. Ich wünschte, ich hätte Monster Energy. Monster Energy, falls ihr Interesse habt, ich bin eine kleine Hure und springe auf jeden Schwanz auf. Und Volvic, natürlich auch. Volvic würde ich mich auch sponsern lassen, weil ich finde das gut, was ihr den Franzosen da, Frankreich und allgemein der Welt antut. Ich würde das echt supporten und auch vermarkten. Ich würde dann auch in dieses Land, in dieses dritte Weltland auch hinreisen. Natürlich reise ich da ja nur hin, da ich da alles kostenlos und bezahlt bekomme. Sonst würde ich das natürlich nicht tun. Aber ich drehe dann auch so eine kleine 15 Sekunden Story auf Insta, würde ich mich dafür breitschlagen lassen, da mal ein bisschen Marketing bei euch zu machen. So, und wir gucken jetzt mal rein. Ja, da gab es von Annie the Duck, das ist eine Streamerin, und das wird wahrscheinlich schon älter sein. Gut, das Thema Sex, Sexualität und sich einen wanken. Und wir hören es einfach an. Komm, rede nicht so viel. Wir hören es uns an. So, dass sich Leute auf dich einen wanken. Ich habe das schon 1 Milliarde Mal gesagt. Es ist mir absolut scheißegal. Mach doch. Ich finde das auch geil. Ihr könnt euch jederzeit auf mir einwenken. Ich habe damit kein Problem. Doch. Also, ist ja jetzt nicht so, als ob ich nicht als Teenie nicht auch irgendwelche YouTuber oder so heiß fand und mir dann ja, meine Sachen dazu gedacht habe, sag ich mal. Oh, Christina Aguilera mit dem Song Dirty. Ah, da kam Regenschauer auf und viele benutzte Tempos. Warum sagt man eigentlich Tempos zu Taschentücher? Fragt euch mal das. Das ist fragt euch das einfach mal. Können wir lassen weiterlaufen. Hat jeder wahrscheinlich schon mal gemacht, gedacht. Finde ich absolut nicht schlimm. Ich find's halt nervig, wenn Leute mir dann, keine Ahnung, Fotos oder sowas Das finde ich schon wieder eklig, wenn mir fette, leibrige Leberwurstkerle mir Fotos davon schicken, weil ich denke mal, dass ich in den schwulen Content Top 1 gehen würde. Ich verstehe es auch, Leute. Ich verstehe es einfach. Ich hab euch trotzdem lieb, auch wenn ihr auf mich wenkt. So, apropos auf mich wenken. Wie bekommt man Affenpocken und wo bekommt man sie? An den Händen und überall am Arsch und weiß ich nicht. Komm, wir gucken uns mal jetzt hier ganz gefährlich Affenpocken an. Wie Affenpocken die Welt auf einmal alle verrückt machen oder ich weiß auch nicht. Sind wir gerade durch das Virusgezeug so sentimental am Boden, dass wir jetzt auch da so einen Scheiß Aufmerksamkeit schenken, weil das gab es schon seit den 1970er, gab es schon mal etwas dagegen, gegen Affenpocken, irgendwie Impfung und Co. Und jetzt natürlich, wir hören es uns an. Kleidung und Bettzeug übertragen werden. Zum Teil haben die Patientinnen ja auch Pocken im Bereich der Handinnenflächen. Oh. Also von da auch meine weiter bestehende Warnung, wenn es nicht unbedingt sein muss, das Händeschütteln unterlassen. Wie viel? Ist das auch mit den Penisschütteln dann, wenn deine Freundin kommt und die hat da Affenpocken an der... Wenn die Wulst dann aufplatzt, ist der Virus dann direkt an meinem Schwanz oder geht er dann an andere Körperstellen? Für die Apothekerin oder zukünftigen Ärzte unter euch? Ich glaube kaum, dass Leute sowas schauen. Aber es könnte ja sein, dass der ein oder andere verwirrte, komischen Humor hat. Weiß man ja nie. Schreibt bitte in die Kommentare.
vielen Ansteckungen jetzt haben ihren Ursprung in verschiedenen Großveranstaltungen, bei denen sich das Virus durch engen Kontakt unter den Feiernden verbreitet hat. Ja, ist normal. Zum Beispiel auf Gran Canaria. Ach komm. Ich glaube, Gran Canaria ist auch mit einer der größten Popo-Liebhaber-Community. Also da sind sehr, sehr viele Popo-Liebhaber unterwegs. So wie ich das mal so gehört habe von den Ortsstämmigen, von den Ortsstamm. Das Maspaloma-Event mit Ortshäuptling, sorry. 80.000 Besuchern, ähnliche Veranstaltungen auch in den Benelux-Ländern. Und ja, komm, wir wissen Bescheid. Hier, hört euch auf, gegenseitig aneinander zu reiben. Und wenn ihr Po-Sex habt, dann habt ihr Po-Sex. Und wenn ihr die Pocken kriegt, dann habt ihr 2-3 Wochen lang richtig Scheiße am Arsch. Höchstwahrscheinlich werdet ihr nicht draufgehen. Das kann natürlich passieren. So, ja, so informativ. Oh, es hat schon 22 Dislikes. Ich gebe ein Like. Ich finde Affenpocken gehören ins Leben. Es gehört so vieles hier ins Leben. Und auch hier, kommen, wollen wir noch was durchgucken? Nee, was sind Affenpocken? Haben wir jetzt eben gehört hier. Man sieht, ich zeige euch einfach nur eine Affenpockenhand. Oh, mir juckt es schon wieder an der ganzen Fresse, wenn ich das sehe. Oh, Gott. Ah, oh, da kriege ich schon wieder... Boah, da habe ich... ich habe Ekelausfluss gerade an allen Körperöffnungen. Oh Gott, okay. Ah, gut. Nee, dann machen wir jetzt auch noch gleich noch die Bimbo zu dem Doll. Bei Leroy, will es wissen, war eine Dame, die, wie man hier im Hintergrund sieht, hat sehr große, voluminöse Oberflächen zum Bespielen, würde ich so besagen. Sagen, wir hören rein. Ein Begriff für dein Aussehen, für diesen... So, der Begriff Bimbo-Doll, also Bimbo. Das Wort Bimbo hat je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen, ja. Aus dem amerikanischen Englischen bezeichnet das Wort Bimbo eine attraktive, aber dumme Frau. Ich würde ihr jetzt beides absprechen. In Deutschland ist, also wieder schön in Deutschland, ey, Bimbo eher als rassistische Bezeichnung für einen Menschen mit dunkler Hautfarbe bekannt. Also ist es nur in Deutschland dieses Wort so verpönt. Da überlegt euch mal, was die Deutschen für Probleme haben. Klar ist es rassistisch, definitiv. Ach, ich hasse Deutschland manchmal echt. Für ihre Überkorrektheit und Kartoffeltun und Handlung. Ja, komm hier rein. Look. Genau, also es nennt sich aus dem Englischen Bimbofication, ist diese ganze Szene. Oh Gott, keine Rede. Es ist halt dieses dumme Blondchen, ist die deutsche Übersetzung. Dafür steht dieser Look halt eben. Was ist dann Bimbo Doll? Das ist quasi so die Person, die eben so diesen Künstler... Oh, das sieht aus wie Knie. Look hat. Das ist dann eben eine Doll, ein Püppchen, so. Ja, das ist dann eben diese Person. Ach so, das bist du dann explizit. Genau, ich wäre jetzt quasi eine Bimbo-Doll, weil ich ja eben diesen künstlichen Look eben so verkörper. Ah, okay, jetzt hab ich's verstanden. Mhm. Geht weiter. Wie kam es denn für dich zu deiner ersten Schönheits-OP? Erinnerst du dich daran? Mhm. Ja, es ist... Also, wir gehen mal weiter im Video rein. Ach Gott, Aber mal so aus Jux und Dollerei mal reindollen. Würdet ihr das wegdolle? Würdet ihr eine Bimbo-Doll gern durchräumen? Beim Verräumen helfen? Dass ich einen sehr femininen, übertriebenen Look fand ich immer sehr, sehr schön. Das war immer das, wo ich gesagt habe, so. Ah, das ist doch nicht feminin und mehr übertrieben. Also übertrieben, ja, aber feminin. Okay, wer drauf steht, wir dürfen ja heutzutage ja nicht mehr irgendwas sagen, was unsere Meinung da irgendeiner Sicht dann vertritt, oder? Ihr wisst, ich find's nicht geil. Schön. Das war immer das, wo ich gesagt habe, so, boah, das finde ich toll, so würde ich auch gerne ausschauen, so, das hätte ich gern. Ich hätte gern Make-up, ich hätte gern schöne lange Haare und so, und es war halt immer so ein bisschen. Aber es hat da, warum sie jetzt so wahrscheinlich in Extreme abgedriftet ist, erklärt sie halt so, dass ihre Eltern halt ihr keine Kosmetik und so, sie durfte sich nicht schminken, sie durfte sich nicht hübsch machen, ihre Eltern, so wie ich es verstanden habe, haben sie so mehr als jung so großziehen wollen. Und da hat sich das jetzt halt so draus entwickelt, hat er ins Extreme. Manche werden hassen sich dann selber. Also die Kindheit hat auf alles einen Einfluss. Fragt euch immer, wenn ihr Leute im Internet seht, was hat der für eine Kindheit? Warum ist der so komisch? Da könnt ihr bei mir natürlich auch fragen, weil ich hatte Sex mit Affenpocken. Also meine Eltern wahrscheinlich hatten Sex mit Affen. Im Stall. Auf dem Pferd. So, wisst ihr Bescheid. Wir gehen mal noch eins weiter. Ach, das Thema ist eigentlich so sensibel, dass man das sehr lange behandeln sollte, aber ich scheiße einfach heute. Ich scheiße heute einfach einen dicken Haufen drauf und ich hab halt Bock auf Asoziale. Ich bin heute der Asoziale. Hallo.
sagt ja auch, dass die Art der Erziehung halt eben das Gegenteil am Ende bewirkt. Oh ja, und irgendwas das sagst du lieber, ja. Halt umso mehr raus und so, du fühlst dich gut, das ist die Hauptsache, aber das ist mit Sicherheit auch ein... Ich finde es eigentlich krass, dass Leroy das immer alles so, ja, so einfühlsam behandeln kann. So, er geht ja mal auf die Leute ein. Ich, klar, er hat jetzt keinen Kanal, da wo er was hinterfragt und so, also so extrem. Er stellt, klar, stellt ja Fragen so, wie dies und das. Wird natürlich vorher auch gefragt, hey, kann ich dich das, darf ich dich das dann fragen und so? Ist ja auch ganz legitim, sonst würde ja auch gar keiner mehr in diese Sendung kommen von ihm. Er macht das schon gut. Er gibt auch Leuten ein Sprachrohr. Aber ich finde halt, manche Themen brauchen kein Sprachrohr. Es gibt manche Leute, die brauchen einfach nur ein Rohr. Und danach sprechen sie. So. Wir lassen ihn mal weiterreden. Resultat daraus, dass du halt nie etwas Pinkes besitzen durftest und nie etwas Weibliches machen durftest oder Feminines oder was auch immer. So, und dann sagst du halt ja irgendwie. Ja, gut, ihr wisst, wo es hinausläuft. Wir sind ja auch eine oberflächliche Szene, die natürlich nur Frauen und Männer und durch die Insta-Welt natürlich ist es auch geschuldet. Sobald etwas nicht dem entspricht, was wir als normal empfinden, und normal ist leider heutzutage nur noch hübsche Models auf den Cover, weil wenn da eine dickere Frau oder auch eine Bimbo-Doll, egal was da drauf wäre, nicht unsere Sexualvorstellung entspräche, wir es nicht kaufen würden. Und daran sind wir auch selber schuld, dass es alles so ist. Ich nicht, ich schaue mir diese ganze Scheiße nicht an, ich schaue mir den ganzen Scheiß nur für euch an. Ich gebe der Bimbo-Doll einen Daumen nach oben. Gibst du ihr einen Daumen nach oben? Kommt sie nach Hause und wird dich loben? Nein, komm bitte nicht nach Hause. Na komm, wir lassen den letzten Dings noch abspielen. Ja, wegen dem, dass ich eben mein Leben online teile und eben auch damit Geld verdiene und sowas. Das ist so für meine Eltern das Schlimmste überhaupt. Was ist da so die Grenze für dich? Also sieht man dich ganz blank im Internet? Ach ja, genau, das ist auch nochmal gut, wie Leroy nochmal achtmal nachfragt. Hast du auch schon, also was heißt das für dich? So? Also ich zeig alles. Ich alles. Brüste, frei. Alles, ja. Brüste frei, alles, vorher achtmal alles, dann die Handbewegung, offene Brust natürlich. Also Hintern frei. Hintern ja. Frei. Vagina, alles. Ja, frei. Alles. Also ich habe da. Ich finde das sehr gut, wie er das so fragt. Und dann frage ich mich halt, was für Leute schauen das, die das nicht verstehen? Macht er das extra? Also heutzutage muss man ja alles extra achtmal fragen. Und ich finde es gut, vielleicht will er auch nur einfach die Nummer klären. Wer weiß. Ich habe da keine Hemmungen. Ich fühle mich wirklich missbewusst, dass viele Leute es auch nicht zeigen auf den Plattformen. Und das finde ich auch in Ordnung. Ich finde, man sollte auch nur, wenn man sich für sowas entscheidet, nur... Ich glaube, es gibt auch Leute, die dafür bezahlen würden, dass man nichts mehr sieht. Dass man einfach ein schwarzes Bild zugeschickt bekommt. Ah, ist das halt wieder verhurt. Ich habe euch doch alle lieb, ihr wisst es doch. Ich möchte nicht mehr jeden Thema. Nein, ich kann es nicht mehr. Ich ertrage es nicht mehr, gute Sachen in Sachen zu sehen, die ich nicht vertrete. Da kommt jetzt, wir gehen gleich direkt zu der nächsten guten Sache. Der Paul, ich brauche eine Pause, Unterleitner. Der hat hier so, warte, wir gucken mal rein. Ich muss hier wieder sortieren. Hier ist alles fuchsteufelswild durch die Pocken durcheinander geraten, weil ich mit meinen Händen nicht mehr klicken kann. So, wir gucken mal rein. So, der Paul braucht eine Pause. Und von was braucht er eine Pause? Macht er eine Pause? Wir gucken es uns an. Ich feiere es halt, ich fühle es, ich mache es gerne und deshalb mache ich das halt auch. Geil. Weil ich es einfach geil finde. Und geil. Dass ich auch so lange wie möglich machen kann, dass ihr so lange wie möglich hinter mir steht, dass ich diesen Job machen kann. Denn natürlich. Ist das auch möglich. Also hätte ich niemanden, der hinter mir steht, hätte ich vielleicht auch niemanden, der mich hatet. Hätte ich niemanden, der mich hatet. Paul. Moment. Dich hatet niemand. Jetzt ist meine Aufnahme, okay, so läuft noch. Paul, dich hatet keiner. Wenn, dann äußert man Kritik. Es ist zum Beispiel kein Hate, wenn man sagt, zeig dein Blutbild, was du versprochen hast. Und dann drauf, die ganze Zeit drauf bepocht und beharrt. Das ist kein Hate. Das ist einfach nur, hey, das ist eine Kritik. Und für die ganzen Influencer, YouTuber und egal was, egal wen, es ist immer nur noch Hate. Es gibt keine Kritik. Es ist Hate. Wenn ich natürlich sage, du siehst aus wie ein Weasel und ich wollte mit dir keinen Geschlechtsverkehr vollziehen auf dem Baum und hinter dem Rasen, weil ich mich für der Ekel und ich permanent deswegen schlecht mache, irgendeine Kacke mir aus dem Bein, aus den Fingern sauge, aus den Pocken sauge, die geplatzt sind. Oh, jetzt muss ich mal aufhören damit, das wird immer ekelhaft. Und das permanent dich malträtiere, sagen wir es mal so, dann ist es richtiger Hate. Oder auch dir komplette Sachen verdrehe, die du schon tausendmal bewiesen hast, dass es so ist. Dann bin ich ein richtiger ekelhafter Mensch, ein richtiger asozialer Hater. So. Oder der die Scheiße
oder deine Scheiße nehme und einschicke, damit du dein Bluttest. Nee, gut, das ist dumm. Außer du hast blutigen Code. Dann wär's schon wieder was anderes. Also, ich glaube, ihr wisst, wo es hingeht. Würde das Ganze überhaupt nicht funktionieren? Nee, das wird auch nicht. Und ich könnte damit kein Geld verdienen und nicht so geil leben. Mir auch dieses nice Apartment hier, diese nice Aussicht hier. Nice. Diese Auszeit gönnen. Nice so. Und einfach unbeschwert zumindest mal ein paar Tage sein. Also ich sag mal, danke, dass ihr mich da so sehr unterstützt. Natürlich unterstützen wir dich gerne. Unterstützen wollt, komm, machen wir mal eine Werbung. Morgen, ab Mittwoch ist ja, no eine Werbung rein. Zurück. Komm. Back in stock, das ultimativ geilste Protein. Das ist gut, ich brauche eine Pause. Da klick mal, bait mal und dann komm her, wenn ich unterstütze. Komm, unterstützt ihn. Von Rocker hat 80 Gramm Eiweiß, 3 Gramm Leucin pro Portion, das heißt mehr als... Ja, also dann dachte ich mir schon, okay, wenn er eine Pause braucht von seinem Business, so ein bisschen, na, hat das viele Klicks gekriegt oder interessiert sich keiner mehr? Nur 56.000? Wartet mal, ich will mal gucken. Mich interessiert es jetzt, dass... Nee, es sind normale... Nee, doch, es ist eine hohe Klickrate. Ich habe eigentlich gedacht, Paul hat mehr. Hier hat er 23, 36, 38. Gut, ich brauche eine Pause. Gut, was heißt geklickbaitet? Ist ja heutzutage normal, dass man das macht, dass man seine alten Fans mal wieder so animiert. Aber da hat er wieder eine Werbung reingehauen. Ich habe auch noch drunter geschrieben, du bist eine Hübsche, gönn dir die Ruhe. Natürlich. Wir sind ja alle im YouTube-Business unterwegs. Wir brauchen ja auch immer mal Ruhe. Trotzdem versuchen, so gut mich runterzukommen, auszuschlafen, mich nicht reinzustressen. Ich habe sogar meine Küchenwaage vergessen. Hab dann am Weg hier gedacht, so, oh fuck, jetzt kann ich nicht mal mein Essen abwiegen. Und dachte, also, ja, scheiß drauf, machst halt mal 3 Tage nicht. Ich denke, wenn man vegan ist, braucht man doch nichts abwiegen mehr, oder? Das ist doch, man kann doch einfach vegan sich ernähren und kriegt dann ein Sixpack und 50er Arme. Hä, warum abwiegen? Das höre ich jetzt zum ersten Mal, dass man seine Nahrungsmittel abwiegen muss, wenn man vegan ist. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Vielleicht ist vegan dann doch nicht so gut. Vielleicht hat vegan dann doch irgendwie Kalorien. Vielleicht ist vegan dann doch irgendwie nicht so. Aber wir lassen mal das vegane Bashing hier. Nicht, dass wir wieder Hater sind. Und schätze einfach mal, oder isst, wie du dich fühlst. Das ja, gab's auch schon. Aber jetzt hat er wieder recht. Habe ich auch in L.A. gemerkt, dass ich mich einfach zum Essen zwingen musste. Und das ist halt so ein Bodybuilding, dass du teilweise... Aber ich glaube, L.A. kam halt dazu durch diesen, ja, was heißt Jetlag. Kann passieren. Ist stressiger, ist mal aus dem Alltag raus, da hat man nicht so Hunger. Nicht das Genuss ist, sondern halt, um Leistung zu bringen. Leistung? Vielleicht mache ich davon auch einen kleinen Detox. Und dann halt 2, 3 Tage esse ich, worauf ich Bock habe. Einfach ein bisschen weniger. Ja, auf jeden Fall ist er doch on fleek. Also er macht keine Pause wirklich. Also YouTube geht weiter. Insta hat er nur ein bisschen Ruhe gebraucht. So. Gibt ein Like. Wir sind ja nicht so. Kann ich wenigstens sagen, ich hab's geliked. Ich bin kein Hater. Wenn ich was kritisiere und like, bin ich ein Liker, oder? Boah. So, was hatten wir heute? Wir hatten schon so viele verhurte Themen hintereinander weg. Meine Güte, dann gehen wir gleich in das nächste Thema rein, oder? Vielleicht wird die Show heute einen Schluck länger. Ich weiß nicht, ich hab Bock. Ich bin pumped. Ich bin satt. Ach, wir kommen. Wir gehen mal jetzt auf den guten Kalle-Report, weil der reagiert nämlich auf den William. Wir kennen William, Nivana, Nivera, Nivara. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ihr könnt es ja gerne mal in... Nee, ihr müsst mal eine Sprachmail machen, wie man das ausspricht. Nee, macht das nicht. Es interessiert mich einen Haufen Scheiß. So, auf jeden Fall hat er da... Hier, komm, wir hören es uns an. Da gab es irgendwie so einen kleinen Clinch, weil da merkt man halt wieder, wie die Bodybuilding, wie allgemein die beeflastige YouTube-Szene ist. Aber reagiert und... Also Heiko hat auf ein Video von William reagiert. Da kam ja dann gleich die Internetpolizei zu ihm und hat, ja, der Heiko hat gegen dich geschossen und gemacht und getan. Und das ist so schlimm, Leute. Rede, Doppelkinn. Das ist so schlimm, wirklich, ohne Scheiß. Sobald mal jemand einen Furz lässt, wird irgendwas geschrieben, es wird gesagt, hier, hör dir das mal an und du hörst dir das und schaust es dann an. Und dann ist es ein Beitrag, wo ich mir denke, hä? Du ziehst da ein bisschen was aus dem Kontext. Du musst dir schon die 5 Minuten Prolog schon angucken und so. Dann sind es irgendwelche Vergleiche oder hat überhaupt nichts damit mit einem zu tun, weil das ein Beef-Thema aus den Jahren von 2017 oder so war. Ja, gut, kann die Person dann auch nicht wissen, aber man merkt schon, dass Leute direkt danach suchen, nach diesem Beef-geilen Scheiß. Ich habe mich mit dem William verständigt. Sachen sind auf seinen Channels zu sehen, auf dem Abu William und auf dem anderen Channel, glaube ich, den er da hat. Er hat ja 2 YouTube-Channels. Wir haben uns da telefonisch ausgetauscht und kurz mal klargestellt, dass es ging im Endeffekt darum, dass die meisten Leute der Meinung waren, ich habe mir sein Video nicht bis zu Ende angeguckt, wo im Kern er sich... Da muss ich jetzt aber sagen, jetzt nicht auf Heiko bezogen, der holt gleich dazu weiter aus, machen viele nicht. Es gibt News, Portale, die schauen, die haben in ihrer News
drei oder vier Beiträge, wo sie jeweils 10 Minuten gefühlt dazu reden. Und man merkt halt, in so vielen Beiträgen haben sie sich das Video nicht angeguckt. Natürlich, wenn ich über eine allgemeine Sache rede, wo jeder schon mal was davon gehört hat, weiß, wie das funktioniert, dann klappt das auch. Nur bei gewissen Sachen schauen die da nicht hin und labern einfach. Dabei wurde das in dem Video auch erzählt. So, wir gehen mal weiter. Darüber mehr oder weniger also in dem Video, was sie sozusagen Reaction oder ihre Meinung darauf beziehen. Also ist ihre Meinung dann halt schon wieder Müll. Das passiert aber so vielen. Mir passiert das persönlich auch ab und an mal, aber das sind so Themen, wo ich mir denke, ach, ich hole einfach mal rein, ist scheißegal. Interessiert mich eigentlich, weil ich ja das hier nicht als reine News-Sendung sehe. Ich mit Fitness und so, man kann es sich einfach nur noch drüber lustig machen. Da, wenn man es so krass betrachtet, wird Fitness nur noch von Firmen geleitet. Was anderes ist es nicht. Beschwert hatte, dass er bei dem Personal Training, was er vom Markus hatte oder zu kriegen hatte, was ihm seine Freunde geschenkt hatten, dort Stunden, anderthalb Stunden warten musste, worauf ich nicht eingegangen bin, und das war wahrscheinlich das Problem gewesen. Ich habe mich da an zwei anderen Sachen mutiert gehabt. Das war einmal der überhöhte Preis, den er angeprangert hatte, wo er aber auch schon... Ist doch total normal. Du musst ja auf eine Reaction nicht auf alles direkt reagieren, außer du machst halt ein komplettes Reaction-Video, wo du dir die 12 Minuten anschaust. Und selbst da gibt es YouTuber, die komplett Sachen aus dem Kontext bringen und auch nicht auf alles eingehen. Kannst du auch heutzutage gar nicht mehr. Du hast ja noch ein normales Leben, aber wenn du von YouTube und so lebst, solltest du das schon irgendwie versuchen, dass das dein Standbein Nummer 1 bleibt, weil das strahlt sich nämlich nach außen aus. Und dadurch bist du ja auch groß geworden. Dadurch verbreitest du ja deine Marke auch weiter. Oh, schlag gerade vors Mikro. Es tut mir leid. Schon zurückgerudert hat und gleich auf seinen Videos gesagt hatte, dass das halt Blödsinn ist, dass das okay ist, dass das mit dem Preis halt alles gut so war, wie es war. Und dann bin ich noch auf das Thema Profilizenzenvergabe im Zusammenhang mit Adolf Burkhardt, der Äußerung von Markus, die er zum William da getätigt hatte. So. Ja, darauf habe ich einfach reagiert und meine Meinung dazu gesagt. Meine Meinung werde ich immer sagen, ob es da irgendwelchen Luschen passt oder nicht. Da scheiße ich einen riesengroßen... Ja, warte, wir lassen mal ausreden. ...ein Haufen drauf. Finde ich korrekt so. Heiko sagt deine Meinung. Ich fand das jetzt auch nicht irgendwie, dass es jetzt so ein Statement war. Ich muss jetzt drauf reagieren. Er erklärt sich nochmal ganz kurz und okay. Macht jetzt da keine 30-Minuten-Dings draus und redet ganz normal. Ja, also haltet mal die Bälle bei euren Eiern und schreibt nicht immer so viel mit Beef und hier, guck mal, der hat das gesagt und die, das und dies. Man kriegt das schon im Hintergrund auch schon so mit. Aber gut, viele lassen sich davon beeinflussen und die limitieren sich natürlich darauf. Aber scheiß drauf. Man löst nur einmal ein Jahr. Und wir gehen jetzt rüber zu Iron Mike. Der hat man, glaube ich, schon länger nicht mehr. Den guten Iron... was hat er denn da für eine sehr teure Uhr? Mike, wie kostet deine Uhr? Nein, Quatsch. Wir wollen Mike jetzt nicht irgendwie... Mike, komm, Mike, hau raus. Um was geht es denn? Das war auch noch ein sehr interessantes Thema. Wir gehen mal rein. Was hältst du davon, Coach? Wenn man als Influencer Produkte bewirbt, von denen man selbst nicht viel hält, aber es wegen der Kohle trotzdem macht? Ja klar, davon halte ich gar nichts. Ich meine, es ist ja im Endeffekt eins der Standbeine, auf dem ich aufgebaut bin. Ja. Und obwohl mir dadurch bestimmt so der ein oder andere Zehntausender, vielleicht sogar der ein oder andere Hunderttausender Batzen. 100.000 ist schon krass. Also wenn es so wäre, da gab es bei... Das wurde ja auch auf Insta, wurde das ja von Garnikus gepostet. Ich guck mal, ob ich es noch finde. Und mit Sicherheit ist jemand wie ihm ein Influencer, ja, Gesundheit, mit nicht einmal 50.000 Followern und einem Bodybuilder mit absolut durchschnittlicher Physik und Talent, der ein oder andere 10 oder 100.000 durch die Lappen gegangen. Also lieber Farbklecks, keine Ahnung, was bei dir kaputt ist. Aber so ist halt die Fitnessindustrie. So sieht man auch die Leute, die trainieren. Ich will da gar nicht drauf gucken auf das Profil. Ist mir ja auch Wurst. Aber erstmal nach den Zahlen gehen, 50.000, was sagt das über einen aus? Ich sag's nur immer wieder, das Thema Jürgen Klopp, kein extrem krasser Fußballer und der leider der Champions League verloren. Aber ein herausragender, übertriebener, krasser Trainer und auch mit nur durchschnittlicher Leistung, natürlich beim Fußball, aber als Trainer nicht. Und da wird man halt dann auf sowas, ja, ich kann es verstehen, er ist nicht erfolgreich, er hat keine Deals und so. Du kannst aber, selbst mit 1.000 Abonnenten auf YouTube, Trennhusten, sein Vater, kannst du auch gut Geld verdienen. Du musst halt nur wissen, wie du es machst. Und du musst halt nur wissen, wie verhurt du sein möchtest.
Ich könnte jetzt hier aus dem Kanal auch den Flexi Huren Palace machen oder sonst irgendwas. Und dann rollt hier der Rubel. Aber mache ich das? Nein. Ich fühle so eine Scheiße nicht. Ich könnte mich nicht für irgendetwas hinsetzen. Außer natürlich für Wolvik. Das ist ja was ganz anderes. Wolvik würde ich jetzt auch gar nicht lügen. Wenn die mir freies Marketing lassen, dann würde ich dann auch schön Scheiße machen damit. Definitiv. Auf jeden Fall beleidigt. Und wir hören uns jetzt mal so eine Nummer, weil Garnikus disst sich nämlich übel geil selbst. Moment, ich glaube, das war das Video. Ich lade es nochmal neu, dass wir den vollen Ausschnitt kriegen. Was hältst du davon, Coach? Wenn man als Influencer Produkte bewirbt, von denen man selbst nicht viel hält, aber es wegen der Kohle trotzdem macht. So, ja, lasst euch diese Worte und jetzt guckt mal unten bei Garnikus rein, in meinen Insta. Man sieht, wie sie ihr Magnesium-Zeugs bewerben. Fand ich marketingtechnisch ein bisschen ins Klo gegriffen. Ja klar, davon halte ich gar nichts. Obwohl mir dadurch bestimmt so der ein oder andere Zehntausender, vielleicht sogar der ein oder andere Hunderttausender Batzen durch die Lappen gegangen ist. Ja, ja. My Secret ist so, kann man sich merken. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber ich sag's jetzt mal. Wenn du das als Influencer machst, dann hast du so die Oberstufe der des Verhurungsgrads eingeleitet. So. Die Art und Weise, wie es beworben wird und was da versprochen wird, ist halt absolut nicht cool. Und dann kommt halt nochmal die Werbung von Crea Beta Stack bei Garnikus unten dadurch. Also das ganze Zeit auch. Ja, und das sehe ich halt auch. Ich weiß, ihr seid ein News-Kanal, Garnikus. Das ist auch kein Hate, das ist natürlich eine Kritik. Muss man da auf Insta und Co. überall seine Produkte immer bei Leuten drunter schneiden, die eigentlich eine andere Firma haben als Sponsor und so? Weiß ich nicht, ob das hier, wie das mit marketingmäßig, wie das aufgebaut ist. Also ich finde das echt nicht gut. Weiß ich nicht, ob das wie legitim das auch ist. So. So, und da kommen wir jetzt natürlich auch zu, ach Gott, oh Gott, da kommen wir jetzt zum nächsten Streamer, weil Mike hat ja gerade angesprochen, dass man für alles Werbung macht. Und jetzt kommen wir mal zu Rezo. Ja, was ist denn, wer ist denn Rezo? Rezo ist so ein großer Streamer, der hatte vor einigen Jahren, hatte er mal auf was über Politik gemacht, mit diesen ganzen Wen will ich wählen. Und dann hat er mit der einen Partei was angefangen hat. Ich bin da auch nicht so tief drin, ich habe das nur so mitbekommen. Er setzt sich eigentlich immer für gute Sachen, er setzt sich schon für gute Sachen ein. Und heute setzt er sich wieder für gute Sachen ein. So, und wir hören mal an. Wo setzt er sich, für was setzt er sich ein? Ja, und weißt du, was mir dabei sehr, sehr hilft? Chunky Flavor, ich rede gerade drüber. Weil Chunky Flavor ist ein Geschmackspulver, das kannst du dir zum Beispiel in Quark oder in den Joghurt reintun oder so. Und seitdem ich das erste Mal ausprobiert habe, es ist jeden Tag. Also literally jeden Tag. Ich liebe es so, so, so sehr. Chunky Flavor to go? Digga, das ist das Beste. Ich gebe dir eins mit, in jedem Kaffee tue ich mir das. Echt? Ja, ich tue mir das in jedem Kaffee und es macht alles besser. Es ist nicht so für Stream oder so, dass ich sage, dass das geil ist. Ich liebe es wirklich. Ich streue es dir ab jetzt in jeden Kaffee. Lisa trinkt auch keinen Kaffee mehr ohne. Okay. Ich bin einfach Fan und ich finde es der Wahnsinn. Ich habe vorhin Julia so viele Sachen gezeigt. Ich habe ihr Proteinshake gezeigt. Julia so, ja, nee, ich mag so Proteinshakes nicht. Alter, du hast noch nicht den Mono-Tischen-Proteinshake ausprobiert. Hab ihr da so Taste? Ah, du hast ja auch noch nicht damit auseinandergesetzt, mein Freund. Für was hast du eigentlich auf YouTube und Co. Ausstrahlst? Hättest du jetzt einen Shitstorm verdient? Nur mal so. Dings gemacht. Hab ihr auch meine Sorte gezeigt, weil ich habe eine eigene Chunky-Flavor-Sorte. Du hast auch eine bekommen. Ach du Scheiße, ich hör auf. Er ist da drin. Ja, gehört dazu. Ja, was die Werbung halt betrifft. Produkte kann man halten, was man will. Gute Produkte, definitiv, Qualitäts und so, wisst ihr Bescheid. Werbetechnisch haben die Jungs da schon sehr viel gerissen, was ich jetzt sagen muss. Vitamin B12. Vorher Energy getrunken, Christian, weißt du noch? Hast du Energy getrunken? Dann hattest du Pickel. Dann kam dann, ey, ich lasse das B12 raus. Aus meinem Energy, hey, jetzt habe ich keine Pickel mehr, weil das B12 raus ist. Das gibt's halt bei uns im Energy. Deutsche Werbung. Das wissenschaftlich belegt und allen Scheiß. Dann gab's Postings mit Melatonin für Kinder. Das sind halt solche Sachen. Warum machst du das? Ich meine, du hast doch, die Firma ist doch, die läuft doch, warum? Dann hat der Pocher auch noch was mal dagegen gesagt gehabt. Auch, ich glaube, das war, wo das mit den Flutopfern war. Warum kommt dann nochmal so, hey, wir haben unsere Produkte und geht doch einfach nur hin, sag hier, Christian Wolf, sieht doch jeder, du bist ein geiler Stecher, du hilfst den Leuten, unterstützt die. Geiler, sympathischer Typ. Da muss man doch nicht immer so eine Werbung da reinhauen. Oder auch hier mit der Nina, mit der Frau Richter.
Auch wegen jeden Dings so eine kleine Influencerin kaputt zu machen. Ich verstehe es nicht. Und dann gibt's noch sehr, sehr viele andere Sachen. Das war jetzt so das Erste, was mir so mal so ein bisschen zwischendurch eingefallen. Ach ja, was zum Beispiel auch ist, mit den Leuten, die Probleme haben, die extrem magersüchtig sind, dass ihnen das suggeriert, dass man das halt, solche Sachen. Das ist für mich, ist das leider nur noch so ein Casino-Projekt. Jeder kennt's, Casino-Sachen, Casino-Streams und so, auch hier diese Lootbox-Kacke, da könnte das drinne sein, wenn du das kaufst. Solche Versprechen sind das. Jetzt bei FIFA oder so mit den Food-Draft-Karten, da kann man Karten kaufen, da kriegt man seine Spieler. Also so Packs, virtuell. Klar, hier kriegt man irgendwie ein Produkt und so, das man nehmen kann. Aber das verspricht mir auch wieder was. Es kann passieren. Es muss aber nicht, der Messi und der Ronaldo müssen nicht drinne sein in diesen Chunky-Flavor, sowas in der Art. So, das ist das Problem. Und das machen viele Firmen. Und das ist halt, ich weiß nicht, man kann das auch nicht mehr aufhalten. Jeder, der dagegen redet, der wird sowieso platt gemacht und wird keine Aufmerksamkeit geschenkt. Da die Leute einfach nur noch konsumieren und ihnen den leichten Weg gehen wollen. Auch mit diesen Food, mit den Y-Food-Sachen. Das ist halt der leichte Weg. Viele wollen halt dann eine Mahlzeit nehmen, hier Trinkzeug und denken halt, damit nehmen sie ab. Ich hatte es vor einer Woche mit einem Twitch-Kollegen, den habe ich das, Grüße gehen raus, sag mal nicht deinen Namen. Grüße gehen raus und er hat mir gesagt, er hat sich jetzt das Y-Food, nicht dieses, ich weiß nicht, ob das ist die Trinkmahlzeit, aber er hat sich auf jeden Fall davon echt viel gekauft und da habe ich nur geschrieben. Ja, das kann ich jetzt hier nicht sagen, was ich da geschrieben habe. Aber es ist halt, es sind halt so Sachen, wo ich mir denke, hey, die Leute, die gehen halt ins Schwimmen, trainieren nicht wirklich. Das sind genau diese Leute, die auch ihr Abo bezahlen und nicht hingehen oder die immer nur da sitzen und 5 Minuten auf ihr Smartphone gucken. Wenn ihr jetzt natürlich eine schwere Beugeeinheit und allen so einen Scheiß macht, dann braucht ihr auch eure 3, 4, 5 Minuten. Ist doch total normal, aber nicht, wenn ihr Bizeps-Curls macht mit 10 Wiederholungen und 10 Kilo und davon nicht mal schwitzt. Dann braucht ihr das nicht. So, wisst ihr Bescheid. Auf jeden Fall, Rezo ist seitdem für mich so ein bisschen, naja, genauso wie Monte. Alle Leute, die riesengroß sind, ja, haben eine irgendwie, kriegt man da leicht einen an der Klatsche oder hat man dann einfach gar keine Zeit mehr oder beschäftigt man sich da nicht mal mit seinen Themen? Oder hinterfragt mal Sachen? Oh, ich krieg so, oh, ich schnupfen! Entschuldigung, sorry, ich bin hochallergisch, ich sollte nicht mehr so viele Fake-Foods zu mir nehmen. Ha! Gott, so, jetzt kommen wir, oh ey, jetzt kommt noch ein größeres Thema. Heute wird die Show, würde ich behaupten, ein bisschen länger. Es wurde ja von einigen Verrückten auch gewünscht. Moment. Jetzt kommen wir auch vielleicht zu den Hauptthema, würde ich sagen. Oder wollen wir nochmal ein, warte mal, wir gucken mal, vielleicht machen wir vorher noch ein Verhurt-Thema rein. Ach komm, wir machen nochmal hier. Görki, 6 wichtigen Supplements, keine Sorge, ich will darauf nicht eingehen, was die 6 wichtigen Supplements sind. Mir ist nur aufgefallen, dass Görki anscheinend sehr alt geworden ist. Das ist ja, komm, ich will es gar nicht wissen, was er zu sich nimmt. Er hat auch extreme Augenränder. Görki, was ist los bei dir? Er sieht auf jeden Fall nicht mehr topfit aus. Sehr stark, würde ich sagen, er überarbeitet, da er eine Einmannfirma hat. So wie ich es immer mitbekomme, wenn ich mir die Storys mal anschaue, wenn ich auf den Kanal mal so drüber gehe. Er ist halt ein echter Haschler, aber man merkt es an seiner äußerlichen. Er ist innerhalb von einem Jahr um 10 gealtert. Ey, Alter, wir hatten ja noch gar keine Memes, Alter. Was ist denn heute los mit dir? Nicht, dass irgendjemand hier sagt, ey. Irgendeiner will mir die Beine brechen, weil er ein sinnloser Kackspast ist. Ja, oder jemand zu mir sagt, ich hab dich nach deiner Meinung gefragt. Ja, sowas zum Beispiel. Ja, hey, heute ist ja überhaupt nichts mit mir los. So, also Görki abgewatscht damals auch. Oh ja, oh, hier gibt's noch perverse Sachen. Oh, ich habe noch perverse Sachen im Angebot. Jetzt bin ich halt, wisst ihr, was wir noch nicht gemacht haben? Wir haben noch gar keine neuen Talks angeguckt. Das wollte ich gerne nehmen, aber. So, komm hier. Wir machen erstmal noch eine TikTok-Pause rein. Kurz eine Frage an die Männer, die ihre Beine rasieren, ne? Hört die hier beim Knie auf oder geht die hoch bis zu eurer Muschi? Ja, an die Männer, die ihre Beine rasieren. Rasiert ja auch eure Muschi, wollte der junge Herr sagen. Würde mich auch mal interessieren. Also ich rasiere mir meine Muschi immer von hinten nach vorne. Nein, ich rasiere mir nicht die Beine. Auch wenn ich kaum noch Beinhaare habe. Ich weiß nicht. Es ist genetik. Genetik Beinhaarausfall. Es gibt auch bestimmt Genetik Bizeps. Gibt's alles. Auch Beinhaarausfall. Apropos, hier fällt viel aus an Haaren bei mir. Ach, das wisst ihr ja alle schon. So, komm. Ach ja, hier, komm, wir machen nochmal Affenpocken. Hier nochmal ein TikTok. Ich mag Affenpocken. In Deutschland ist erstmals ein Fall von Affenpocken bestätigt worden.
Ey, jetzt mal ganz ehrlich, warum immer Tiere? Vogelgrippe, Schweinegrippe, Corona ja. kam von der Fledermaus und jetzt Affen. Irgendeiner von euch da draußen bumst einfach gerne mit Tieren in Deutschland. Ja, wer von euch fickt die guten Tiere? Lasst mir die Hundegrippe in Ruhe. Gibt's eine Hundegrippe? Alter, wenn jetzt das nächste eine Hundegrippe ist, raste ich aus, ihr Schweine. Nee, das möchte ich nicht. Komm, wir gehen einfach jetzt wir gehen jetzt zum Thema, was Rezo passt. Hast du ab? Oh, Rezo hat abgenommen. Ja, hat man ja eben schon gehabt. Die haben alle abgenommen. Die sind alle wunderschön. Apropos, wir kommen auch später nochmal dazu, dass es eine riesengroße Fusion gab jetzt zwischen ESN, Moore und GOT7 und Vayu und Co. Und wir hören jetzt mal hier rein bei Garnicus. Moment, ich hab ein Spulenfieben auf meinem linken Ohr. Ein Tinnitus, keine Ahnung, von was das gerade kommt. Ekelhaft, wer Tinnitus hat, tut mir leid. Ja, seid arme Schweine. Ah, ist wieder weg. Hab ich Glück gehabt. So, komm. Und wir gehen jetzt mal rein. So, es geht auf jeden Fall um Diss. Um Flair und und komm, wir gucken rein. Frage, es wird beefig. Beefig? Oh, okay. Beef mögen wir doch. Flair hat Garnicus bei Twitch gedisst, unter anderem wegen der Thematik, dass Paul Unterleitner natural sein soll. Das lass mal so stehen. Dein Statement dazu. Aber ich habe keine Ahnung. Also vielleicht ist er ja vegan. Wird hier gefragt. Oder unseres, keine Ahnung. Also ich kann dazu gar nicht so viel sagen. Du wurdest ja nicht gedisst. Ich hab's, genau, also klar, wenn er Garnicus disst. Oh, Danny, guck doch nicht immer in die Kamera, während du trinkst. Das, pass auf, Danny, ich zeig dir mal, wie das aussieht. So sieht das aus. Warte, ich mach's nochmal, Danny. So sieht das aus. Genau so sieht das aus. Ey, das ist... Brauchst du... Nein, trink einfach wie ein normaler Mensch. Wie ein normales Muskeltier. Dann springe ich auch immer mit in den Ring. Ja, aber ich habe das jetzt gar nicht mitbekommen, was er gesagt hat. Dementsprechend weiß keiner. Du dazu Stellung beziehen. Ich weiß nur... Also Marcel ist okay, er weiß nicht, was er gesagt hat. Dass du mich damals connected hast und gesagt hast, hey, ich komme hier gerade aus dem Flieger raus und habe hier Nachrichten, dass mich Flair gedisst hat, was ist denn da los? Und ich wusste aber auch nicht, was los ist. Ich weiß bis heute nicht, was los ist. Ich glaube nur, er hat dich und Chris beleidigt. Ja. Persönlich. Also das habe ich mitbekommen. Und dann dachte ich mir so, okay, ich bin mir ziemlich sicher, wenn er vor euch stehen würde, würde er euch so nicht beleidigen. Ihr könnt Fließi anschalten nicht. Er beleidigt sogar Polizisten und lässt sich dabei filmen und ihnen ist das scheißegal. Nein, Fließi beleidigt alles, was ihnen in den Kragen passt. Also dann nimmt er für egal, wer es ist. Also man hat ihn schon so oft ausrasten sehen, egal bei wem, ob es ein kleines gefühltes Mädel ist oder ein 8 Meter großer Riese. Ja. Also ich muss erstmal sagen, dass ich den Twitch-Stream selbst nicht gesehen habe. Also ich... So, Danny, da du es nicht gesehen hast, wollte ich dazu auch gar nichts sagen. Hätte ich das Thema gar nicht mit reingebracht. Fertig. Das ist alles nur, das ist so Wunschroute. Ich denke mir was jetzt dazu und weiß nicht, was die Leute gesagt haben. Na, das ist halt ziemlich unvorbereitet. Das ist ja leider auch wie bei eurer News bei gewissen Sachen. Ah ja, das letzte war auch bei Simon Teichmann. Da habt ihr das auch mit hochgelobt, aber ihr habt auch nicht nochmal das Video, vor Simon Teichmann reacted hat, gesehen. Das sind so Sachen, sollte man schon machen, wenn man ein Newsportal auf seinen Namen da stehen hat. Also einfach mal nachgucken, das macht's auch wieder besser für die Zuschauer, sowas. Weil irgendwann, ich habe da euch früher ja auch geschaut, mir fällt das persönlich dann halt auf. Ist klar, in den letzten Jahren fällt mir das natürlich mehr auf, da ich mich auch mit vielen Sachen beschäftige, die ihr ja auch irgendwie habt. Aber ich beschäftige mich nebenbei als Hobby mehr mit Sachen, die ihr sendet. Und ihr macht das hauptberuflich, dann denke ich mir, mach da mal die Stellschrauben mal ein bisschen in eine andere Richtung. Ich weiß gar nicht so viel mehr als du, ich habe dir das auch nur geschrieben. Mhm. Ich war da gar nicht negativ. Man kann, glaube ich, bei Twitch keine Streams nachträglich schauen oder nur als Abonnent, deshalb will ich und kann ich da gar nicht ganz so viel dazu sagen. Man kann, es gibt Kanäle, die schalten das extra auf Premium, damit man Abonnent sein muss und dann die 5 Euro oder so bezahlen kann, dann kann man welche nachträglich schauen. Es macht nicht jeder, man kann auch Twitch-Streams rückwirkend schauen, wenn der Twitcher das nicht so macht zum Beispiel. Gut, das muss man jetzt nicht wissen. Das ist, weil ich auch im Gaming sehr vertieft bin. Daher ist vielleicht so eine kleine Nischensache, die man... Nee, ist keine Nischen. Nee, ist egal. Mir wurde zugetragen, dass da so Sachen gefallen sind wie der Vetter aus Zürich und der Lauch aus Stuttgart. Ich meine, erstmal muss man ja sagen, wer kann schon behaupten, mal von Flair gedisst worden zu sein. Das kann ja auch nicht jeder von sich behaupten. Am Ende ist es ja so, wir stehen alle in der Öffentlichkeit.
Und dementsprechend muss man damit rechnen, dass man auch mal angegriffen wird und dass mal jemand anderer Meinung ist, in welcher Art und Weise man das kundtut. Das steht dann auf einem anderen Blatt. Da hat auch jeder irgendwie so ein bisschen seinen eigenen Stil. Ich war bestimmt mal eine lange Zeit wieder ein Lauch nach meinen beiden Schulter-OPs, aber jetzt mittlerweile nicht mehr. Auch Chris. Mach doch nicht solche Geständnisse. Und dann mach doch auch nicht, oh, du bist jetzt wieder heftig. Verdammte Scheiße, was ist denn los? Ihr braucht einen Marketing-Berater. Ruft an, ihr habt ja die Nummer, aber unterdrückt wird nichts. Unterdrücken ist, will ich nicht rangehen. Nee, wisst gar nicht. Da gehe ich nicht ran. Das muss man wirklich mal sagen. Der wird am Wochenende als Mitte-40-Jähriger 202,5 Kilo versuchen, auf der Bank zu drücken. Und das wirklich natural. Also ja. Wirklich? Wirklich natural. Ja. Ja, gut, Chris, glaube ich das. Auch wenn er 30 Jahre, weil man ihn vor seine Vorgeschichten nicht kennt, glaube ich das. Nein, das soll jetzt auch nicht wieder überzogen sein, aber man kann halt. Das Problem ist, es ist Fitness, man weiß gar nicht mehr, was man glauben kann. Es kann ja sein, die sagen alle das Richtige. Also als Danny sagt jetzt, aber dadurch, dass man so tief in diesen ganzen Rumgestrudelei ist, ob das nur Fitness ist, ob egal was ist, man kann heutzutage gar nichts mehr glauben, ob das ein Rezo ist, ob das ein Wolfi ist. Oh gut, das hat man ja schon mehrmals bewiesen. Es ist einfach nur noch anstrengend. Man muss echt alles hinterfragen und irgendwann glaubt man dann, man zweifelt an den normalen Menschenverstand. Ja? So. Ah. Warte, dann gehen wir mal, was ich noch zeigen wollte, mit Themen sich nicht auseinandersetzen. Da gab es mal ein altes, Video? Von Max Matzen und Alexi Korn. Vom 2.1.2002, also noch aus diesem Jahr. Und da ging es auch um eine Kritik an Garnicus von Max. Ein Vorstellungsvideo gemacht mit Adolf, ne? Ja. Das geht fast 40 Minuten. In diesen 40 Minuten, ne, haben wir unsere komplette Strategie durchgekaut. Wir haben genau gesagt, was in der Vergangenheit ist. Ich mach's gleich wieder langsamer. Was bis jetzt passiert, ist wirklich 1:1 alles durch. Perfekt so. Dann kommt dieser Fettsack bei Garnicus. Ne? Der hat's gesund. Ja, der geht mir wirklich auf die Eier, weil ich kenne keinen Menschen, der so unqualifiziert ist. Also hier geht's um Chris. Irgendwas über Bodybuilding zu sagen. Ich kenne noch jemanden, der mindestens genauso. Ja, aber er hat halt einfach überhaupt gar keinen Bezug und keine Ahnung von diesem Sport. Ich weiß nicht, warum er da sitzt. Er labert halt einfach nur Scheiße. Ich weiß nicht, was er von anderen Themen sagt, weil ich mir das nicht angucke. Aber wenn Garnicus mich wieder in ihre News packt, liebe Grüße an Danny, dann gucke ich mir das schon an. Er ist verständlich. Denn ich weiß schon vorher, bevor der das Maul aufmacht, was da rauskommt. Und dann labert der eine halbe Stunde über dieses Video, was er offensichtlich nicht gesehen hat. Eine Sekunde, weil all das, was er nämlich bemängelt, oder das genau darüber geht dieses... Ja, das ist sogar Max Matzen aufgefallen schon bei seinen Sachen. Und das ist schon vor einem halben Jahr. Das sind so Kritikpunkte, wie Videos anschauen und dann... Klar, berichtet ihr drüber, über die Bodybuilding-Themen, aber irgendwann mache ich mir da so ein bisschen so Gedanken und denke mir, diese kleinen Themen, die jeder 10 Minuten danach schauen kann, da schon nicht stimmen, frage ich mich, aber was ist denn mit den anderen Themen los? Ja, wisst ihr Bescheid. So, dann gehen wir nochmal weiter rein. Ich glaube, so viele, wir haben ein bisschen was haben wir noch. Komm, machen wir mal eine lange Sendung, ein bisschen länger. Jetzt dir oder... Chris so sagen würde, face to face. Achso, jetzt ist das mit dem. Also, Chris ist jetzt alles andere als ein Lappen. Ich spur mal ein bisschen und vor. Du auch nicht. Bilder geil, aber jetzt ist ja so, nur weil man nicht ein Hardcore-Bodybuilder ist, ist man ja nicht automatisch ein Lappen und Lauch. Mhm. Das ist so das eine. Ja, das bin ich. Das andere, ich weiß, jemand aus unserem Team hat dann irgendwie gesagt, ich soll mich bei Flair melden. Dann habe ich, weil der hat irgendwie auch auf Instagram reagiert auf etwas, aber ich glaube, das war dann wieder was anderes. Habe ich nur gesagt, ja, gib meine Nummer, soll sich melden. Er hat sich bis heute nicht gemeldet, also ich gehe auch bei unterdrückter Nummer ran. Ich nicht mehr. Ich nicht mehr, seitdem mich jemand angerufen hat und von oben herab mit mir geredet hat. Seitdem denke ich mir, obwohl es auch ein ganz gutes Gespräch war, aber der Anfang dachte ich mir, übrigens, ich spiele nur immer den Idioten am Telefon. So, wisst ihr Bescheid? Nee, kein Hate und so, alles vergessen und so, ist mir auch scheißegal. Aber diese Doppelmoral und diese Sachen immer im Internet, boah, Leute, beeft einfach nicht so viel rum. Hat eh keinen Sinn, man kann eh nichts dagegen machen. Firmen werden immer irgendwie die Oberhand gewinnen. Nur derjenige, der schon vorausdenkt, hat gewonnen. Das ist ganz normal. Und die meisten lassen sich einfach nur berieseln, haben halt den sie sympathisch finden und glauben denen halt auch jeden Scheiß. Man kann sich auch nicht mit so vielen Sachen auseinandersetzen. Man kann sich genauso wenig immer permanent irgendwelche Sachen erzählen, man reflektiert und reflektiert. Irgendwann ist genug reflektiert, dann muss man den Standpunkt haben. Dann ist es halt so. So. Übrigens haben sie wieder Abos gewonnen, sehe ich hier gerade wieder. 98.000, hey, da gibt's ja bestimmt jetzt irgendwann mal das 100.000er Abo-Special. Komm, wir lassen sie nochmal ausreden hier. Moment, wir gucken mal, Minute... Oh ne, da bin ich schon zu weit gesprungen.
Bin ich schon zu weit gesprungen? Komm, wir lassen noch mal reden. Kannst du mich auch unterdrückt anrufen? Ich sehe das gelassen. Ist halt. Ich sehe das immer, wie Pascal Su geschrieben hatte. Boah, nee, unterdrückte Sachen und so. Und Nummern, die du nicht kennst, gehen nicht dran. Ist nur Stress. Habe ich mittlerweile auch rausgefunden. Ist einfach nur Sachen, die es bringt's nicht. So Internet-Schwätzerei, nicht mehr, nicht weniger. Aber was habt ihr über Paul Unterleitner gesagt? Was? Gut, Paul ist natural. So, da wissen wir einmal das Bescheid. Hier, ich lasse euch einen normalen Like da. Also nichts Negatives, nichts Positives lasse ich euch natürlich da. Macht, ja, kleiner Kritikpunkt, macht einfach mal, schaut, recherchiert mal ein bisschen besser als Newsseite. Das ist so was, wo ich sagen kann, okay. Ich guck gerade, wer hat die hübschere Klatze? Warte mal. Hat Danny oder hat Marcel die hübschere Klatze? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube Marcel. Ich glaube, Marcel hat die hübschere Klatze. So, wisst ihr Bescheid. So, komm. Ach, mein Gott, wird das heute lang. Das wird heute eine schöne, verlangte, verhurte, lange Sendung. Mal ein bisschen Informationsfluss reinbrechen. ESN verkauft über die Hälfte der Firmen an Investoren. So, komm, hier, die Fusion, falls es den einen oder anderen interessiert. Ich werde das ein bisschen schneller jetzt abhandeln. Weil das Thema vorher lag mir ein bisschen, was heißt, lag mir mehr. Ich würde einfach mal so sagen, hier, komm hier. Hier, Finger voraus, auf geht's. Die Qualität Group verkauft Anteile an Großinvestor. Also Qualität Group ist Vario, Fitmart, ESN, More, Nutrition, God7, Nutrition, Synergy und Vario. So, die haben jetzt hier an, Garnicus schreibt hier zum Beispiel, die britische der britische Finanzinvestor CVC erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung. So wie ich es rauslesen konnte, sitzen die in Luxemburg und ist komplett Europa. Britisch habe ich jetzt nicht so rausgefunden gehabt. Aber die sollen angeblich mehr als die Hälfte der Firmenanteile gekauft haben. Hier sieht man es auch nochmal kurz hier im Hintergrund storymäßig so. Da sagt dann Danny auch noch was dazu, aber das wird jetzt alles, würde ich sagen, zu lang. Wir lassen jetzt mal den Smartgans dazu reden, da ich habe die Insta-Stories natürlich abgekopiert. So, komm, wir hören mal rein. Wir wollten die Champions League, die absolute Nummer 1. Ja. Und die haben wir bekommen. Jetzt sind sie Champions League. Bald gegen Real Madrid und Liverpool. Europas besten und größten Fonds als starken Partner zu gewinnen. Wir haben super viele Meetings gehabt. Und so, die CVC, da dachte ich mir erstmal, was für eine BBC-Sache. Also, hier steht zum Beispiel wieder britischer Finanzinvestor, Börsenkandidat CVC, wird mit mehr als 2 Milliarden Euro bewertet. Einem Medienbericht nach könne die Finanzinvestor eine höhere Bewertung, bla bla bla. Außerdem sind sie in Deutschland an Douglas beteiligt und Investor der Formel 1. Die sind auch noch in Spanien irgendwie in der Liga und auch noch bei Tipico mit den Wettspielen irgendwie da. Haben sie auch noch ihre Finger drin. Ich dachte am Anfang, okay, wird wo irgendwas Großes mit Protein und Nahrungsergänzungsmittel sein. Aber mittlerweile kommt es mir halt so vor, es ist halt eine Firma, die halt Ahnung vom Marketing hat, weiß, was geht. Weiß, welche kleinen Firmen sie kaufen sollten, obwohl die Moor und ESN nicht mehr klein sind, aber trotzdem noch genug Handgeld haben sie, das mit einfach einzukaufen, weil es in den nächsten Jahren sich, ja, rentiert. Also finanziell natürlich, so. So, da dachte ich mir, boah, okay, naja, dann. Boah, ob das jetzt so gut ist für uns allgemein, weiß ich nicht. Da hat Christian nicht gesagt, ey, boah, die sind's. Wir wussten es schon relativ früh. Die sind's. Das dann, geht dann relativ lang, weil auch die müssen erstmal Bock haben. Wisst ihr, was das für uns heißt? Europas bester und größter Fonds hat auch Bock, mit uns zusammenzuarbeiten. Also das hat nur aus finanzieller Sicht. Ich glaube nicht, dass sie auf euch Bock haben, sondern einfach nur auf eure Firma. Wir wollten die wollten uns. Ja, Geld. Wir haben sich für uns entschieden. Wir haben so hart dafür gekämpft, Freunde. Wir haben es klar gemacht. Ich bin so happy. Wir haben so oft unten ohne Fotos ihn rübergeschickt und die haben uns unten oben Fotos zurückgeschickt und irgendwann haben wir gesagt, ja, das gefällt uns, das nehmen wir. Fragt euch jetzt wahrscheinlich, wer ist das? Die heißen CVC. Wie gesagt, Europas bester und größter Fonds. Und ihr stellt euch die jetzt vielleicht so ein bisschen langweilig vor, deswegen wir auf viele Zahlen. Ja, die haben auch Formel 1. Schauen würden, also klassisch Banker-mäßig. Denke ich aber auch. Also so, ja, Fonds. Oder Flav & Tasty, du siehst einen Ashbar Pro, du siehst einen Designerway, du siehst einen Isoclear. Ja, die nehmen eure Produkte, Moment. Oder Flav & Tasty, du siehst einen Ashbar Pro, du siehst einen Designerway, du siehst einen Isoclear. Die machen Sport, die verstehen uns, die lieben unsere Produkte und deswegen wusste ich ja, das sind die. Ja.
Freunde, jetzt mal. Die sind wie wir. Das sind absolute Top-Performer. Das sind Gewinner, die arbeiten hart, die trainieren hart. Die versuchen Selbstoptimierung zu machen. Die versuchen selber gut auszusehen. Menschen, die Selbstoptimierung in den Mund nehmen, würde ich mich sehr stark distanzieren von der Person direkt. Sich gut zu fühlen. Das sind Gewinnertypen. Die passen so geil zu ESM. Oder auch Gewinnertypen. Ich bin natürlich unfassbar stolz, Freunde, dass die sich für uns entschieden haben. Wir wussten von Anfang an, das sind sie. Aber dass die sich dann nachher auch für uns entscheiden. Ja, das ist halt wie wenn man nach Tschechien fährt, da muss ich auch mich erstmal entscheiden, wo ich hinfahre und gucke und für wen ich mich da entscheide. Und ja, sie sich natürlich auch für mich entscheidet, naja, natürlich. So, da haben wir dieses Thema einfach weggerotzt. Ich glaube, ich brauche dazu nichts mehr sagen. Fasst die Show einfach vorher zusammen. So, da haben wir Görki, wir haben jetzt 56 Minuten. Ja, die Show war heute, ich würde nicht sagen, trocken wie meine Vorhaut, da ich schon so viele Affenpocken dran habe. Aber wir, komm. Machen wir noch mal eine perverse Sache oder habt ihr schon wieder abgeschalten? Ich weiß es nicht. Dann lasse ich jetzt 56 Minuten stehen oder mache ich noch was Perverses? Mache ich nächste Woche pervers? Was hältst du davon? Oh nein, ich halte überhaupt nichts davon. So, komm, nö, komm. Ach komm, 60 Minuten fast voll. Wollen wir noch ein bisschen quatschen mit euch? Weiß ich nicht. Ich quatsche noch ein bisschen mit euch, so. Erstmal danke für die letzten Kommentare und für diese lustige Unterstützung und ich bin, warum erzähle ich das immer zum Schluss, Eigenwerbung, seine Hurenmutter. Ich bin auch sehr oft auf Twitch unterwegs, jetzt die letzte Woche war ich sehr oft online, allgemein den letzten Monat war ich glaube knapp 70 Stunden drauf, auf der dicken Twitch-Tante, meine Güte, zurzeit zocke ich ein bisschen Elden Ring, wer vorbeikommen will, ist gerne gesehen, Kanal und Links ist Beschreibung. Ach du Scheiße, Wortfindung, seine Urgroßvater. könnt ihr euch da gerne mal dazu linken. Ich rede da auch über normale Themen, schreibt da einfach rein. Also ich rede auch über die Fitness-Sachen, wenn ich nicht abgelenkt werde und vom Boss gewonshottet werde. Könnt ihr da auch gerne reinschreiben. Ihr könnt auch gerne ins Discord kommen und mit mir über Dinge quatschen, wie ihr Bock habt. So, ich würde sagen, heute hat man ein bisschen mehr Fitness drin, weil ich fand es sehr interessant, wenn so Fusionen zustande kommen, wenn allgemein Marketing zustande kommt, da ich mich damit sehr auseinandersetze und schaue und auch Kanäle begutachte. Natürlich bin ich da kein Profi drin, wird wahrscheinlich überhaupt keiner Profi da drin sein, weil YouTube ist ja noch das Maximum Geld generieren und allen Scheiß und Hashtags und Verlinkungen und schauen, was im Internet geht oder was man vielleicht für Videos drehen sollte, wie man es anders machen sollte. Da denke ich schon, habe ich schon einen sehr relativ guten Durchblick, um was auf jeden Fall zieht, wenn man mal die Fitness-YouTuber mal so untereinander mal alle mal vergleicht. Muss man, glaube ich, nicht irgendwie viel im Kopf haben dafür. Aber so wie es jetzt läuft zurzeit, wird es immer schlimmer. Es wird immer wilder. Es wird immer nur noch, irgendwann wird es nur noch 2-3 riesengroße Konzerne geben, die dann einfach das Fitness noch mehr beeinflussen. Das ist wie mit der Modelbranche, das ist wie mit Fußball, das ist wie mit allen Sachen. Es wird alles einfach nur noch schneller und wilder und niemand darf mehr seine Gedanken in irgendwo in welcher Form äußern und alles ist schlecht und nur jeder muss respektiert werden. Nein, muss es nicht. Mir tun halt nur die armen Hunde leid, vor allem die Leute, die im Fitnessstudio sind und die eigentlich nur trainieren wollen, die dann so eine Werbung kriegen, das Kosten schmeckt gut und dann sich gar nicht dann den Ausmaß in ihren Kopf reflektieren oder sagen wir mal bewusst in ihren Ausmaß bewusst sind, was sie da supporten, was da für eine Werbung fließt, wie die das machen. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Die Leute, die bis hier hinten schauen, wissen es sowieso. Ich bedanke mich bei euch, würde ich mal wieder sagen. Ich bin raus. Bleibt unstabil natürlich. Holt euch keine Pocken ins Haus. Nur von Affenpoppen holt ihr euch die Affen ins Haus. Ob wenn die Affenpocken aufplatzen, kommen da kleine Affen, Wunderaffen in den... Bah, ekelhaft. So, gut, ich bin weg. Abonnieren, Kanal kommentieren, wisst ihr Bescheid. Nächste Woche wird es bestimmt hoffentlich wieder extrem hässlich. Also ich bin ja dabei, da wird es immer hässlich. So, macht's gut. Tschüss. Oh,